Moin, Freunde der scharfen Klinge. Mein erstes Video 2019. Wollte mich nur mal kurz zurückmelden. Nicht, dass ihr denkt, ich mache nichts mehr. Und dieses Video ist ganz im Zeichen von Spider-Co. Eben einen Schluck Kaffee. So. Denn 2019 haben mich mittlerweile drei Messerchen erreicht. Und es sind alles drei Spider-Cos. Angefangen hat es mit meinem kleinen Ladybug. Hier ist es. Auch ein Spint Run mit einem Fokus. Speziellen Stahl, ein Laminatstahl. Und der Kern ist der Ford Topo 2. Ist jetzt an meinem Autoschlüsselbund dran. Dann hat mich ein weiteres Bind dran erreicht, nämlich ein Pingo. Titan. Und mit dem Elmex Stahl. Fertig in Maniago, Italien. Foxness Anso Design. Ich finde, das ist sehr schick. Ein kleines 42A-konformes Spider-Co. Und heute erst erreicht hat mich was recht Altes. Das dürfte von 2006 sein. Das Spider-Co at to ready, besser bekannt als ATR. Das ist hier die Titan-Variante. Gibt es ja da noch eine Voll-Edelstahl-Variante und neuerdings auch mit G10. Die alten Varianten, die Variante mit Edelstahl und der G10-Variante werden in Japan gefertigt. Das hier wurde noch, oder das wurde in Golden Colorado gefertigt. Und während die anderen VG10-Stahlladen haben, hat das den CPMS30V. At Ready hier mit einem Compression Lock. Titan, also ein Frame Lock. Also wie gesagt, ich kann dazu noch nicht viel sagen. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Denn es hat mich gerade erst erreicht. Erster Eindruck ist schon ziemlich cool. Hier war der Designer Cell Glasser. Ja, das war's dann erstmal. Wie gesagt, nur mal eben kurz reinstuppern, um euch zu zeigen, dass ich noch da bin. Habe im Augenblick recht wenig Zeit, muss auch gleich, das heißt gleich, habe die Arbeit eigentlich nur unterbrochen und muss heute Abend wieder raus. Ich werde erst so gegen 21, 22 Uhr Feierabend haben. Ich sage dann tschö, bis zum nächsten Mal. Scharfe Grüße, euer Vic Spider.